6 Monate TikTok ASMR posten. Größtes Idol ist mit Sicherheit Elon Musk und der Joker vom Süd. Der war super. Bist du deppert? Also wie ich den angeschaut habe, haben wir gedacht, jetzt schau auf keinen Bildschirm, jetzt schau auf den Spiegel. Kannst du dich noch erinnern, welche Instrumente noch gespielt haben in der Musik? Ich kann mir 500 Hundkarten. Die besten, so musst du machen. Was? Was ich mache, ist Steuerhinterziehung? 500. Ah ja, ich kann dich ja nicht hören. Tut mir leid. Du speicherst da auch. Chef muss die Leute ein bisschen Angst machen. Das hilft nichts. Die müssen ein bisschen. Der Ringverdiener kann. Meiner Meinung nach. Schau aber nicht. Du musst in der Berufswelt verteidigen können. Beziehungsweise zum Kunden. Du musst umdenken. Du musst die umdrehen. Ich wünsche dir, dass meine Frau. Die Beziehung, die wir gehabt haben, muss dann Schritt zurückgehen und einmal das größere Füße sehen. Erbärmlich. Kein Lebensinhalt. Immer beim AMS. Dann habe ich das entdeckt. Shopping City Salzberg, so Himmelsimulatoren. Wenn du gestresst bist, dann haust du da eine Stunde, stirbst 90 Mal, aber wirst jetzt mal wiederbelebt. Bis jetzt immer voll therapeutisch gewesen und ich hab nie mehr Burnout gehabt. Eigentlich bin ich ein Musiker, aber da verdienst halt nichts. Hauptberuflich therapiere ich Arbeiter bei Amazon während der Arbeit. Verdient man nicht viel, aber ich hab ja so eine Idee für zwei Startups. Spotify für Epileptiker und Tinder für Raucher. Meine neuen Augen waren billiger, aber dafür muss ich mir jetzt jede 2 Minuten eine Werbung anschauen, die mein gesamtes Sichtfeld konsumiert. Ich hab meine AI-Freundin gesagt, in letzter Zeit bin ich so traurig. Meint, das ist eigentlich schlecht, weil das meine Arbeitsfähigkeit beeinflusst. Mich stört das zwar alles, aber was kann man machen? Und das geht nicht nur für Sachen, sondern auch für dein Leben. Du musst wissen, wie du dein Leben reparierst. Meine Mitarbeiter ist zu alt. Ich bin ein voller Scherer Typ eigentlich. Den Sketch habe ich mir gedacht, jetzt will ich einen Charakter darstellen. Natürlich komplett übersaturiert von einem Menschen, der sich nicht bewusst ist, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Was im Allgemeinen nur ausdrücken will, das Ganze, was ich tue, ist Charaktere spielen, mich voll einversetzen in die Lage von jemandem, der sein Leben nicht beieinander hat, der komplett einfach Hiemschädel ist. Aber im echten Leben hinter der Kamera bin ich ein ganz chilliger Typ. Du kannst dich mit mir umhauen, ein bisschen Rick and Morty schauen, ein bisschen rauchen. Zeit, dass du ein paar Weedheads zuschauen. Aber Ganja Smoker. Westside. Es liegt mir nur sehr am Herzen, dass ich euch deutlich mache, dass ich ein guter Mensch bin. Zeit. Wie ihr mich wahrnimmt, wenn es nicht in einem positiven Licht ist, wahrscheinlich falsch ist. Das sind so Ausrutscher, das bestimmt nicht meine Persönlichkeit. Die Leute sagen immer zu mir, wie schaffst du das, wirklich fehlerfrei zu sein und sympathisch auf jeden, wirklich. Also ich komme mit jedem zurecht und ich liebe die Leute, die sich mein Zeug anschauen, wo ich mein ganzes Herz einstecke. Ich kann einzelnen Fan von mir in Beton eingießen und in die Mur haben, weil ich bin nicht so ein Mensch. Ich liebe alles. Ich schätze das so wert, alles. Ich schaue Leute nicht in die Augen, wenn ich mit seiner Rehe nicht bei Autistisch bin. Das Einzige, was es hört, ist Kunst machen und Leute wie ein. Ich würde nie einen meiner Fans grundlos attackieren. Freestyle. Das ist mein letztes Album angehört, du magst das wohl. Lustig ist, wie meine Instagram-Story gepostet. So bin ich ganz tages alt. Bis es der Herde gefällt, wie sie ihren Master ist. Du hast nicht so die Kapazität. Instagram, Facebook. Oder ein Killer. Babylon Killer. Was du nicht sagen, ist das Rauchen eigentlich gut für dich. Oh, ich glaube, mein Kopf ist gut.